Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute geht es zu einem neuen Video zu Xenoblade Chronicles. Ich hatte es ja angekündigt und mittendrin immer schon mal ein bisschen erklärt, wie leveln wir relativ schnell auf Stufe 99. Und das ist relativ einfach. Guckt euch meine Vorgängervideos an. Punkt 1 habt ihr da die Superbosse drinne. Das ist schon mal wichtig, um zu wissen, wie besiege ich jeden einzelnen von denen. Punkt 2. Braucht ihr das Item Anfängerkampfkurs Plus, denn das erhöht die erhaltenen Erfahrungspunkte noch einmal um 50%. Das heißt, damit geht es wesentlich schneller. Wo ihr das kriegt, seht ihr auch in meiner Playlist. Das war dieses Geheimnis, der geheimnisvolle Ort, das Video. Guckt euch das mal an. Da seht ihr, wo ihr dieses Item bekommt. Und dann ist natürlich das immer gut, habt ihr die Harmonieringe der Klingen erhöht. Dann geht es, das Spiel zu beenden, also die Hauptstory, und da solltet ihr schon so in Level 45, ja so Anfang 50 vielleicht von der Stufe her sein. Habt ihr das gemacht, dann könnt ihr euch an meinen Videos auch orientieren, sucht alle Tafelstücke, macht alle einzigartigen Gegner und damit solltet ihr denn schon um die Stufe 60 euch so befinden, geht zum Lager, übernachtet, erhöht die Stufen. Eigentlich eine ganz einfache Nummer. Umso früher ihr das Item Anfängerkampfprüfung Plus habt, umso schneller geht das Ganze dann natürlich. So, wenn ihr dann an dieser Stelle angekommen seid, dann geht ihr einfach die Superbosse ab. Und zwar ab der Stufe, wie gesagt, 56, 57 rum, vielleicht 60, wie ihr seid, kümmert ihr euch hier in Feldley im großen Krater noch einmal um den einzigartigen Gegner Carpathia. Habt ihr den Gegner dann 4-5 Mal besiegt, dann werdet ihr sehen, seid ihr Stufe 74, 75, wie gesagt, das reicht. Und dann können wir uns zu dem nächsten Gegner begeben. Wenn wir die Stufe 74 so in etwa erreicht haben, dann geht es den einzigartigen Gegner zu besiegen, Gandalva, die Mächtige. Und wie ihr das am besten macht, weil am Anfang ist das relativ kompliziert. Das habe ich in einem ausführlichen Video zu diesem Superboss gebracht. Und wenn ihr ihn einmal besiegt, solltet ihr, habt ihr 74 angefangen, danach automatisch Stufe 77 sein. Hier ist der einzigartige Grabstein dann auf diesem Hügel. Und damit können wir den Gegner uns zurückholen. Das ist wie jetzt auch schon beim ersten Superboss genau der Fall. Natürlich wollen wir wieder schnell Erfahrung sammeln. Das heißt, wir gehen bei Hugo rein. Das ist meiner Meinung nach die unwichtigste Ausrüstung, die man ersetzen kann, und ersetzen hier den Anfänger-Kampfkurs. Stoßsymbol ist weiterhin drinne, um den Schadensmultiplikator zu Beginn einer Angriffskette gleich zu erhöhen. Der kritische Schaden in einer Angriffskette, der ist raus. Und dafür ist jetzt Anfänger-Kampfkurs Plus drinne. Erhöht durch besiegte Gegner, erhaltene Erfahrungspunkte um 50%. Ansonsten ist die komplette Ausrüstung gleich und auch die Taktik, den Gegner zu besiegen, gleich wie in diesem Video. Und ich zeige das einmal ganz kurz, werde das aber auch schneiden. Und dann können wir sehen, um wie viele Stufen unser Level dann steigt. Klar, die Erfahrung wird immer höher von Runde zu Runde. Und was immer wichtig ist, wir müssen den Kampf selbst initiieren. Ich beginne den Kampf und wir sehen uns gleich dann wieder, wenn wir Gandalva besiegt haben. Und damit haben wir Gandalva, die Mächtige, besiegt. Klar, unser Schaden ist geringer, aber ihr seht es, wir steigen gleich wieder auf. Und was immer gut ist, ist mit einer Angriffskette den Gegner zu besiegen, da wir dafür, also gerade bei vollem Elementarbruch, noch extra Erfahrung dafür bekommen.
weil wir dann in die komplette Vernichtung gehen. So weit, so gut. Diesen Gegner besiegen wir jetzt. Das dauert 2-3 Minuten. Den besiegen wir jetzt noch 4-mal oder 5-mal. Dann sind wir so um die Stufe 85, 84, 85. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Gegner. Und natürlich ist unser letzter Gegner, den wir besiegen, um bis auf Stufe 99 zu kommen, Vasila. Wenn ihr sie besiegt habt, dann geht ihr zum Grabstein. Und ich empfehle euch, ihr müsstet so 87, 88 sein, wenn ihr sie das erste Mal besiegt habt, wenn ihr das so gemacht habt, wie ich das bis jetzt empfohlen habe. Und dann empfehle ich euch, kämpft noch einmal, vielleicht zweimal, gegen sie mit dem Standard-Setup, wie ich das auch gezeigt habe im Video zu Vasila. Und kümmert euch erst dann darum, mit Hugo Vasila in mit hier Angreiferbande plus etc. auszurüsten. Bleibt bei Überflieger mit dieser Technik immer wieder schön hochnehmen die Lebenspunkte und dann sollte dahingehend ja nichts passieren und ihr die Möglichkeit haben, Vasila eigentlich schon fast komplett nur über Überflieger platt zu machen. Ansonsten ist es natürlich so, ihr werdet ja mit Level immer stärker und könnt dementsprechend dahingehend ja agieren und früher die Angriffsketten ausführen, ihr könnt früher die Elemente draufbringen und hoffen, dass ihr das auch alles richtig macht. Nicht so wie ich jetzt gerade, aber ihr seht es hier, was ihr Vasila da schon abziehen könnt. Seid ihr dann mit eurer Erfahrungspunkte in der Nähe von Stufe 90, dann könnt ihr natürlich dieses kritische Symbol bei Hugo wegmachen und dort den Angreifer-Kampfkurs auswählen, um noch mehr Erfahrung zu kriegen für die letzten 10 Stufen. Denn wie gesagt, ihr könnt Vasila eigentlich fast besiegen, einfach nur durch Schleudern. Und eure Klingen werden immer, immer stärker. Und es macht dann natürlich Sinn, diese Angriffskette fast wegzulassen. Aber nur fast, ich würde den Gegner immer versuchen, mit Angriffskette zu besiegen. Warum? Weil ihr Anfängerkampfkurs auswählen, hier gesagt. Und ihr könnt rein theoretisch für WP auch den Alphabetkurs Plus annehmen. Aber wie gesagt, mit Angriffskette immer den Gegner besiegen, aus folgendem Grund. Denn ihr bekommt mehr Erfahrung beim Overkill. Deswegen wartet einfach, bis der Gegner fast mit seinen Lebenspunkten am Ende ist. Vasila hat nicht viele Lebenspunkte, das geht richtig, richtig schnell. Ihr solltet sie 4-5 Mal besiegen und dann Stufe 99 sein. Ja, das war's mit unserem Level-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Habt ihr Probleme mit diesen Superbossen, den Goldenen, dann guckt euch die Videos dazu an. Ich habe sie alle einmal euch erklärt mit Setup etc. Und ja, dann gibt es eigentlich nur noch einen Gegner, den man besiegen sollte. Und wie wir den besiegen, dieses Video, das ist das Letzte, was jetzt noch folgt. Also, viel Spaß. Links abonnieren, ihr seht es hier eingeblendet, kennt das Spiel. Rechts geht's zur Rainer Raffnicks Band. In der Mitte ein anderes Video. Herr Arbeit bedankt sich fürs Zuschauen und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.